In einem Industriequartier ist es in den letzten Tagen zu mehreren Einbrüchen gekommen. Nun konnte das Deliktsgerät mit tierischer Hilfe gefunden werden. 1/4 Polizeihündin Hedi ist dem bestohlenen Deliktsgerät auf die Spur gekommen. Zuber Polizei dank Hedi konnte die Polizei das Deliktsgerät im nahegelegenen Wald bei einer Hütte aufspüren. 20-Min Jean Dutoit nicht das erste Mal verdankt die Schweizer Polizei einem Hund oder einer Hündin ihren Ermittlungserfolg. So kam die Kapo Appenzell Ausserrhoden letzten Sommer dank der Polizeihündin Puna von Gisberger einem Autodieb auf die Schliche. Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Darum geht's im Industriequartier Bösch in der Gemeinde Hünenberg, kam es zuletzt zu mehreren Einbrüchen. 2 Tresore und ein Fahrzeug wurden dabei gestohlen. Polizeihündin Hedi konnte nun das Deliktsgeld bei einer Waldhütte aufspüren. Die Tresore waren jedoch leer, das enthaltene Bargeld wurde von den Tätern entwendet. In Hünenberg im Kanton Zug gab es letzte Woche eine kleine Einbruchserie. Nachdem in der Nacht auf Montag ein Tresor und ein Lieferwagen gestohlen wurden, wurde in der Nacht auf Donnerstag ein weiterer Tresor entwendet, wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung vom Freitag bekannt gab. Bei den Tatorten handelte es sich jeweils um Gewerbegebäude im Industriegebiet Bösch. Tresore aus dem Industriegebiet entwendet. Zum Einbruch von der Nacht auf Donnerstag schreibt die Zuger Polizei, eine unbekannte Täterschaft habe sich gewaltsam Zutritt in ein Gewerbegebäude im Industriequartier Bösch in der Gemeinde Hünenberg verschafft. Im Innern durchsuchte sie die Räumlichkeiten und entwendete einen Tresor. Danach sei dieser zu Fuß mit einem Logistikwagen einige hundert Meter durch das Quartier zu einem weiteren Gewerbegebäude geschoben worden. Dort habe die unbekannte Täterschaft den Fahrzeugschlüssel eines Lieferwagens entwendet und mit dem Auto den gestohlenen Tresor abtransportiert. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin das Industriegebiet und die nähere Umgebung ab. Star der Ermittlungen war dabei kein menschlicher Mitarbeiter, sondern die Polizeihündin Hedi. Ihr gelang es, die Fährte der Täterschaft zu erschnüffeln und sie führte die Polizei zum Fundort. Dabei fanden sie den gestohlenen Tresor bei einer nahegelegenen Waldhütte, schreibt die Zuger Polizei in ihrer Medienmitteilung. Zudem fand die Polizei vor Ort den zweiten gestohlenen Tresor und einen Lieferwagen. Dieses Deliktsgerät stammte aus dem Einbruch von der Nacht auf Montag, den 28. März. Die Täterschaft hatte die Tresore bei der nahegelegenen Waldhütte aufgebrochen und das sich darin befindende Bargeld in Höhe von mehreren tausend Franken entwendet, gab die Zuger Polizei bekannt. So sind die Ermittlungen zwar noch nicht abgeschlossen, doch führt Hündin Hedi zu einem wichtigen Zwischenerfolg. Nicht zum ersten Mal kann die Schweizer Polizei auf die eifrige Mithilfe einer Polizeihündin oder eines Polizeihundes zählen. So spürte Ende letzten Jahres der Polizeihund Ari die Täterschaft eines Einbruchs im Kanton St. Gallen auf und im letzten August konnte die Polizeihündin Puna einen Autodieb in Herisau aufspüren.